Ich habe die ehrenvolle Aufgabe, mich selber vorzustellen. Ich bin Heide Fischer, bin Ärztin in Freiburg im Breisgau, Schwerpunkt Frauennaturheilkunde und Psychosomatik. Ich gehöre so zur Gründerinnen-Generation der Frauengesundheitszentren hier bei uns in Deutschland. Das heißt, ich habe mal nachgerechnet, ich bin jetzt 30 Jahre mit diesem Thema befasst und kann da jetzt doch auf einige Erfahrungen zurückblicken, die ich gerne eben in Bezug auf HPV und Dysplasien an Sie weitergebe. Ich finde es ganz wunderbar, dass ich mich jetzt hier auf meine Vorrednerin beziehen kann, die diese ganz wichtigen und grundsätzlichen Informationen zu dieser Impfung, zu dieser unseligen Impfung eben schon gesagt hat. Klaus Koch, ein Biochemiker und Medizinjournalist, hat mal zu diesem HPV-Test ganz generell gesagt, es ist ein guter Virentest und ein lausiger Krebstest. Ja, weil wir uns wirklich, auch das wollte ich in Ergänzung nochmal sagen, weil es wirklich auch mit falschen Fakten beworben wird, diese Impfung. Man kann nicht gegen Krebs impfen, definitiv. Man kann bestenfalls eben gegen diese Viren impfen. Und die wiederum, und das habe ich gleich eben an den Anfang gesetzt, die kommen und gehen, ja, so wie wir es eben auch schon gehört haben. Hohe Spontanremissionen, so dass wir gucken uns gleich noch im Schnelldurchlauf auch noch mal die begünstigenden Faktoren an, aber das leitet über schon zu dem zweiten Faktum. Die Viren kommen und gehen und auch Dysplasien münden nicht zwangsläufig in einer Krebserkrankung, sondern sie sind in einem hohen Maß reversibel, zum Teil spontan und, was mein Anliegen ist, Ihnen eben ein paar Ideen mit auf den Weg zu geben, dass sie eben durchaus auch behandelbar sind, naturheilkundlich, weil von der Schulmedizin, wie schon gesagt, wird die Konisation, also die oberflächliche Abtragung, sei es chirurgisch, sei es per Laser, eben dieses betroffenen Areals wird als Therapie oder als Diagnose und Therapie eben gleichzeitig bezeichnet, was unter Umständen, Sie können sich vorstellen, wenn aus diesem Gebärmutterhals eben ein konusförmiges Stück entfernt wird, dass der Muttermund nicht mehr so stabil ist unter Umständen wie zuvor, was Auswirkungen auf eine Schwangerschaft haben kann, nicht muss. Und natürlich eben alle Risiken dieser lokalen Verletzung mit auch wieder, wenn denn eine Zellveränderung da ist und sie nur chirurgisch und nicht ursächlich beseitigt wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass diese Veränderung auch einfach wiederkommt. Und eben der dritte Aspekt, Frauen können selbst etwas für ihre Gesundheit tun. Nur noch mal im Schnelldurchlauf die möglichen Ursachen, hormonelle Kontrazeption und generell eben Hormongabe. Die Spirale wurde genannt aufgrund von zwei Wirkmechanismen. Das eine ist die blanke mechanische Belastung. Ja? Die Spirale sitzt ja mit einem Rückholfaden direkt, ja, sozusagen diesem Übergangsbereich vor der Nase. Und viele Frauen haben ja diese Hormonspiralen, wo eben ein synthetisches Gestagen lokal abgegeben wird. Und wir haben uns gerade mit der Kerstin Späthe ausgetauscht, dass wir das eben in der Praxis wirklich häufig sehen, Spirale-Nutzerinnen, wo so mein erster Impuls ist, wenn eine eben eine OP vermeiden möchte, dann muss das Ding erstmal raus. Immer wiederkehrende Infektionen, ein gestörtes
Milieu, was eben aus verschiedenen Gründen durcheinander geraten sein kann. Einmal generell durch eine Immunschwäche, das eine durch Stress, durch eine ungute Beziehung, durch andere Faktoren einfach nicht gut beieinander ist. Und der weitere Punkt, was ich genannt habe, fehlende Beckenkultur. So wie wir hier leben im Westen, ist der Hüftschwung eine ziemlich verpönte Angelegenheit, die eben immer so einen anzüglichen Touch hat. Und umgekehrt sage ich den Frauen immer, wenn sie was für ihre Zellveränderungen tun wollen, dann bringen sie Schwung ins Becken. Und das werden wir uns gleich auch noch anschauen, wie das möglich ist. Mangelnde Hygiene der Männer ist genannt worden, genauso wie eben mögliche seelische Themen. Und da möchte ich mich dann gar nicht weiter dran aufhalten. Ich habe Ihnen hier jetzt einfach mal so im Raffa zusammengefasst und wir gucken uns diese einzelnen Punkte eben dann auch gleich noch an. Im Gegenzug, bei der fehlenden Beckenkultur müssen wir umgekehrt eben wirklich die Durchblutung dieses Bereiches fördern. Wie wir das machen, sehen wir gleich. Die Schleimhaut, die ein sehr zart ist, Sie haben es gesehen, wo wir uns da bewegen, an dieser Übergangszone, die wirklich ins Allerheiligste hineingeht, die zart und empfindlich ist. Haut und Schleimhaut kann man durch strukturierende Maßnahmen, durch Kieselsäurepflanzen zum Beispiel, die wir noch kennenlernen, die kann man eben die Struktur verbessern. Ein Immunsystem kann gestärkt werden und das leitet wiederum über eine schlechte, wir können uns mit einer schlechten Ernährung viel antun und umgekehrt durch eine Verbesserung der Ernährung mit vitalstoffreicher Nahrung können wir auch diesen veränderten Zellen Gutes tun und sie überreden, wieder normal zu Stoff wechseln und die Ernährung unter Umständen eben noch verbessern, wobei ich da jetzt weniger Fertigpräparate vor Augen habe, wie Sie sehen werden.